Hi und herzlich willkommen zurück, meine Freunde des kleine Wesen in winzige Bälle sperrens und es für sich kämpfen lassen. Ja, wir machen weiter. Wir haben die Pokémon gerankt von Staffel, von Generation 1 bis 2. Das ist noch nicht allzu viel, aber es nimmt ein bisschen Fahrt auf, weil wir jetzt in Generation 3 reingehen, was eine meiner Lieblingsgenerationen ist. Dementsprechend werden wahrscheinlich einige Pokémon relativ weit oben landen. Wir werden es auf uns zukommen lassen. Und es geht los! Gag Arbor. Das ist schwierig, aber ich glaube, ich liebe dich. Tatsächlich, Gag Arbor war mein Pokémon Mystery Dungeon, das Pokémon, was ich quasi bin. Versteht ihr? Ich bin das. Ich mag mich, ich liebe mich. So wie es alle tun solltet. Reptane ist ein Favorite. Reptane haben sie so stark gemacht. Auch bei Pokémon Mystery Dungeon, sehr cooles Ding tatsächlich. Sehr cooles Ding. Ja, Gewaldro kommt dann dementsprechend auf Love. Und Mega Gewaldro. Ist das ein Favorite? Favorite ist es, glaube ich, nicht. Auch wenn es arsch cool ist, mache ich es nur in Love rein. Weil zu Favorite gehört irgendwas anderes noch dazu. Hier sind die Haare wahrscheinlich irgendwie anders. Ich sehe es nicht. Wir tun einfach mal das weg. Lemli ist ein. Nee, Love nicht. Love kann ich nicht sagen. Wir liken Flemli auf jeden Fall. Das muss man sagen. Es ist ein kleines Küken und ich glaube, viel schlechter kann es nicht werden. Ich meine, besser? Vielleicht was? Also, man kann es nicht schlechter bewerten. Es ist ein kleines Feuerküken. Wenn das ein Jungglut. Ich glaube, Jungglut kriegt ein Dislike. Ich bin heute mal so forsch und gebe dem armen Jungglut mal ein Dislike, weil ich es einfach, ehrlich gesagt, gar nicht mal so sehr mag. Währenddessen Blaziken ist die Frage, ist das schon Favorite? Der Herr Logok. Logok ist ein sehr cooler Name, ehrlich gesagt. Da muss ich immer an den einen von Power Rangers denken. Mesogok oder wie der hieß. Auch cool. Also Love auf jeden Fall. Ich glaube... Favorite. Nee. Wahrscheinlich eher nicht. Mega-Entwicklung kommt da auch nicht ran. Auch wenn ich die Mega-Entwicklung zurück haben will. Gibt sie mir wieder! Ah, Hydropi. Bist du schon Love? Ja, doch. Hydropi ist ein cooler. Währenddessen, Morabbel bist du, glaube ich. Also, Like. Doch, Like kann man schon. Doch, Like kann. Oder? Finde ich nicht besonders stark, ehrlich gesagt. Generell die meisten zweiten Entwicklungen finde ich nicht so stark. Nee, du bist. Nur, ich glaube, ich bin ein bisschen biased, weil es ja eigentlich zu den ganzen Hydropi-Schmu dazugehört. Aber an sich ist es mir relativ egal. So, Sumpex. Das ist die Frage. Ist Sumpex schon Favorite? Nee. Nee, ist zu stark. Wobei, also Sumpex, grandioses Pokémon mögen, glaub sehr viele nicht. Was ich nicht nachvollziehen kann. nachvollziehen kann. Fucking mega Sumpex, ey. So geil. Den fucking Muscle Man, ey. Ist so cool. So cool. Ist das vielleicht schon doch? Mein Herz sagt mir, ich muss es da hoch tun. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann ja nicht so viel in Favorite reinpacken. Versteht er? Du bist neutral. Du bist sogar ein bisschen Dislike, wenn ich ehrlich bin. Magnarien, nicht das coolste Pokémon. Deine fucking fettigen Haare. Weiß nicht. Ja, die sind wahrscheinlich nicht fettig, aber. Ja. Irgendwas stört mich. Zigzags. Und deine coole Dingsform. Die ist cooler, muss man sagen. Muss ich sagen. Geradax. Ganz nett. Ist schon Like. Irgendwie ja. Weiß auch nicht warum. Hätte ich dir eigentlich nicht gegeben. Genau wie deine fucking Badger-England-Form. Oh, da fehlt die dritte. Die ist dann wahrscheinlich wirklich in der anderen Generation drin. Waumpel. Waumpel ist ganz nett, von den Raupen-Pokémon auf jeden Fall auch eins, was ich mehr mag. Aber ich muss nochmal kurz abchecken, was hier noch alles bei Like drin ist. Nee, ich glaube, da kannst nicht. Da bist du dann eher bei Neutral. Tut mir leid. Ich habe keinen Hass gegen dich. Also bist du auch neutral. Panekon oder Shaloko oder was auch immer du bist. Papinella. Auch keine starken Gefühle. Gar keine starken Gefühle. Tut mir leid. Das andere, was das andere ist, ebenfalls nichts. Pudox.
Boah, nee, Pudox geht mir hart auf den Sack, ehrlich gesagt. Nee, das ist gruselig. Das ist gruselig, das mag ich nicht. Weg damit. Tut mir leid. Nee, ist aber einfach so. Wenn das ein Loturzel, kein Love, aber ein dickes, fettes Like. Der kleine Mann, der aussieht wie eine D-Rote. Lombrero? Warte, wie heißt das andere? Loturzel, du bist Lombrero, ne? Nee, neutral. Neutral ist okay. Und Capoeira, ist das dein Name? Ich hab's vergessen. Kriegst wieder ein Like. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich werde immer schwächer mit den Namen, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell so schlecht wird. Warum denke ich, ich denke gerade an Samurzel. Ist das falsch? Ist das richtig? Müsste nicht irgendwas mit Eichel sein oder sowas? Keine Ahnung. Bist ein neutraler Mann. Auch wenn du irgendwie ein bisschen cool bist. Alter, mir fallen nur noch, ich krieg nur noch Wörter in meinem Kopf. Blanas, ist das richtig? So wie Blatt und Nase oder sowas? Ist das richtig? Irgendwie möchte ich hier ein Like geben. Ich denke, ja, ich weiß nicht warum. Früher mochte ich Blanas, glaube ich, sehr, sehr gerne. Genau wie Tengu List. Tengu List. Bin mir nicht sicher. Ist irgendwie cool, kriegt auf jeden Fall ein Like. Schwabini. Kann man nichts gegen sagen. Kriegt ein Like. Ist ein cooles Vogelpummern, eins der coolsten. Schwalbos. Reiht sich dem mit ein. Das muss man einfach mal so sagen. Alter, Wingull erst in, oder Wingull erst in Generation 3 dazugekommen. Kommt einem so vor, als ob es schon ewig da gewesen wäre, habe ich zumindest das Gefühl. Aber ein Like kriegt es, glaube ich, von mir trotzdem nicht. Ist ziemlich neutral. Wobei, eine kleine Tendenz zum Like, muss ich sagen. Aber nicht so richtig. Pelipper tue ich mir auch schwer. Weil Pelipper mir noch irgendwas anderes abgewinnt. Das hat mehr Charakter als Loturzel. Aber wenn ich es mit den anderen aus Like vergleiche, bist du mir auch einfach zu neutral. Es wird komplizierter. Trassler. Muss ich sagen, wäre ich jetzt auch nicht traurig, wenn es dich nicht geben würde. Also von daher, ja. Killia. Schon cooler. Kriegt, glaube ich, schon ein Like. Und Garde. Die hier Love rein? Nein. Nein, nein, so sehr nicht. Ich glaube, dafür werden mich einige Leute nicht mögen. Aber mehr als ein Like ist da eigentlich nicht drin. Die Mega-Entwicklung. Das ist jetzt halt schwierig. Aber kriegt's immer noch nicht in Love rein. Nee, nee. Tut mir leid. Ich liebe dich einfach nicht. Ich liebe dich nicht. Anders als Geweihherr. Der kommt natürlich ins Favorite. Nein. Das vielleicht nicht. Aber Like kriegt er. Kriegt ein Like, der süße kleine Fratz. Irgendwie ist das gerade an mir? Oder sind viele... Ich kriege gerade irgendwie voll den Vibe, aber als ob hier so Wald und Teich und so ein krasses Team gewesen wäre in Generation 3. Aber es gibt ja überall Wälder und so ein Schmo. Wisst ihr, was ich meine? Warum fällt mir dein Name gerade nicht ein? Knilz. Siehst du, war nicht allzu schwierig. Knilz kriegt ein Like von mir. Und Karpilz muss ich, glaube ich, bei Love reintun. Jetzt, wo ich es mir gerade hier so anschaue, gefällt es mir nicht allzu gut. Aber an sich habe ich immer sehr gern genommen. Und habe ich irgendeine komische Verbindung zu. Ich weiß auch nicht genau, warum. Bei der Generation 3 kamen einige Pokémon rein, oder nicht? Wow, das ist irgendwie so viel mehr als in der zweiten. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Bummels. Bummels kriegt ein Like? Ja, kriegt ein Like. Bummels ist schon irgendwie cool. Mundtier ist fucking cool, aber noch nicht Love cool, oder? Bist du ja richtig eingereiht? Nee, das ist zu krass. Das ist zu krass, aber ein dickes fettes Like gibt's von mir. Leta King. Boah. Nee, ist nicht so cool. Mit dir kann man nicht kämpfen. Und du bist hässlich. Ich mag Gorilla-Pokémon so, das ist eine ganz coole Sache. Naja. Ninkada und die ganzen anderen Kollegen. Du bist cooler, du kriegst auch, komm mal hier. Auch wenn ich deinen Namen nicht weiß. Ihr habt ein cooles Konzept, das habe ich früher nie appreciated. Und jetzt gerade fällt mir auf, dass es schon ganz cool ist. Also neutral auf keinen Fall. Ach, Ninkada, komm, was soll der Geiz? Ja, reihen sich da ein. Haben wir halt irgendwas an sich? Also, man kann ja nicht... Weiß nicht, irgendwas komisches, aber egal. Flurmel, du bist ziemlich neutral.
Doch zu euch stand ich früher deutlich besser als jetzt, ehrlich gesagt. Krakelo? Kravums? Ja, richtig, Krakelo. Auf jeden Fall ein Like. Nee, Love nicht. Nee. Muss ich kurz überlegen. Und Kravums ist schon schlechter als Krakelo, hätte ich fast gesagt. Ist schon ziemlich ugly, eigentlich. Aber irgendwie mag ich dich auch, deswegen gleicht sich das aus und landet dich, lässt dich bei neutral landen. Jetzt so ist das. Makuhita, neutral, Hariyama. Mag ich ein bisschen mehr, aber auch. Doch, mag ich ein bisschen mehr. Doch. Das kriegt noch ein Like ab. Azurill oder Azumarill, ich bin mir nicht sicher. Neutral, fühle ich nichts. Nassgnet. Finde ich gerade ziemlich cool. Gerade wo ich dich so anschaue, weiß nicht, das war eine spontane Entscheidung. Tötet mich nicht. Ineko. Mag ich nicht. Irgendwas stört mich an dir. Und Inekoro mag ich dementsprechend auch nicht. Keine Ahnung. Zubiris wiederum. Mögen auch sehr viele Leute nicht, aber ich finde Zubiris eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt. Ah, man kann es halt nur mit der Mega-Entwicklung wirklich genießen. Aber es ist schon, ich weiß nicht, es ist ein cooles Konzept. Ja, doch. Ich hätte es auch bei Like reintun können, sind wir ganz ehrlich. Da hätte es auch gut hingepasst. Aber ich wollte mal einfach gönnerisch unterwegs sein. Weiß nicht. So, Flunkiefer. Du kriegst... Doch, ist schon cool, Kriegelauf. Ich weiß nicht, warum. Ich war nie so krass der Flunkiefer-Fan. Aber ich appreciate das Design halt so krass. Und die Idee und alles, das ist einfach ein cooles Pokémon von vorne bis hinten. Und die Mega-Entwicklung sowieso. Und da muss ich einfach mal das Love geben, weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht. Dolunior, das kriegt auf jeden Fall ein dickes, fettes Like. Love ist jetzt nicht drin. Bei Stolrak auch noch nicht, wobei ich ja eigentlich so Nashorn-mäßige Pokémon mag. Das ist jetzt nicht wirklich Nashorn, ich weiß gerade gar nicht, woran es angelehnt ist, aber naja. Und Stolos, das ist ein Favorite. Das ist ein Favorite. Und deine fucking badass bulky Mega-Evolution ist auch ein Favorite. Kann man einfach mal reinsammeln, Alter. Fucking geiles Pokémon. Cooler als Despotar, hätte ich gesagt. Oh, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist ja voll der Unterschied. Auch wenn ich gerade nicht weiß. Okay, hier sind die Ohren unten und hier oben, also andersrum. Ah, interessant. Das ist wahrscheinlich weiblich, also weg damit. Haha, uff. Mediti, aber eigentlich keine Gefühle zu. Tut mir leid. Meditales kriegt ein Like von mir. Weil das geile Schenkel hat. Nein, weiß auch nicht. Ist ganz cool. Aber nicht Love cool. Das nun nicht. Wobei es auch, ich habe, man hält es auch. Ist ein starkes Like. Aber reiht sich dann doch eher in die Pokémon hier ein. Muss ich ehrlich sagen. Als in alle anderen. Fritzelblitz. Boah, das ist die Sache. Boah, nee, fand ich früher richtig cool. Genau wie Voltenso. Wobei ich jetzt sagen muss, Voltenso sieht irgendwie dumm aus. Kriegst noch ein Like von mir, aber siehst schon hart dumm aus. Mega-Entwicklung, bisschen besser, aber auf jeden Fall noch kein Love. Ja, interessant. So, Pluslo und Minun. Voll egal eigentlich. Voll egal. Ich meine, ich freue mich, dass sie da sind. Pikachu-Klone sind immer cool. Gerade das Konzept mit Plus und Minus und zusammen rechte Hand und so ein Schmu ist ganz nett, aber. So, Volbeat. Ja, meine Schnauze, Volbeat, ja. Ich mag dich wirklich nicht. Und deine Weiterentwicklung, Illumise. Vielleicht war es auch andersrum. Ich bin mir nicht sicher, weil ihr mir so egal seid. Seid mir so egal. Ich glaube, vielleicht bist du sogar noch ein bisschen cooler als das. Bin mir nicht sicher. Weg mit euch. Rosalina, nee, Rosarade. Nee, Rosalina ist schon richtig. Rosalina? Das ist die von Mario. Stopp. Wie heißt du? Roselia. Mein Gott. War ziemlich neutral. Dein Shiny mit der schwarzen Rose, das ist ziemlich cool. Naja. Das bist halt nicht du, ne? Das ist halt ein Standard. Schluckwuck, tut mir leid. Auch keine starken Gefühle, auch wenn das Konzept cool ist. Wiederum Schluck weg. Kriegst du einen Love? Nein, Love wäre super übertrieben, aber ein Like kriegst du auf jeden Fall. Das muss ich mal sagen. Du bist einfach ein cooler Dude. Kanivana?
so neutral oder schon Dislike? Ich weiß nicht. Kinda ugly, man. Ist aber noch neutral. Ist noch neutral. Ich glaube aber auch einfach, weil du dich in die wundervolle Reihe des Tohaidos einreißt. Wo ich sagen will, ich finde Haie ziemlich cool, muss ich sagen. Und Hai-Pokémon sind sehr cool. Und Konzept, wo ein Hai-Pokémon auch noch ein fucking Torpedo ist, ist halt sau cool, ne? Aber Favorite? Ich glaube noch nicht. Es tut mir in der Seele weh. Es tut mir in der Seele weh, aber Favorite? Kann ich nicht sagen. So krass nun nicht. So krass nun nicht. Wobei, schaut euch diese fucking Mega-Entwicklung an, Alter. Tue ich aber auch wieder zu Love. Das ist so cool. So fucking cool. Balma. Boah. Ich mag dich. Aber ich liebe dich nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bist nicht so, bist nicht vergleichbar cool mit den Makofazis hier oben. Das nun nicht. Aber es ist ein sehr cooler Dude auf jeden Fall. Wailord, genauso. Genauso. Wobei Weimar schon ein bisschen mehr Charakter hat fast. Aber ja, so. Nein, das passt schon alles. Das passt schon alles. So, jetzt wird's. Ich glaube, das können viele nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht warum. Also ich meine, ich kann es vielleicht ein bisschen verstehen. Ja, Carmaub. Ist Carmaub schon in Love? Irgendwas mag ich an dir ganz dolle. Ganz dolle. Und ich weiß nicht was. Aber ich gebe nur. Ich bin kritisch. Ich bin kritisch. Ich versuche neutral. Das stimmt nicht. Ich versuche nicht neutral zu sein. Aber ich versuche mal nicht zu krass zu übertreiben. Aber, Carmaub. Das kommt in die Love. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas mag ich ganz doll. Was mag ich ganz doll? Dementsprechend kommt hier auch deine Mega-Entwicklung hin. Eigentlich alle, jedes, fast jedes Pokémon mit Mega-Entwicklung kommt einfach in Love. Automatisch. Außer vielleicht. Und hier nur ein Like. Irgendwo. Aber irgendwo schon. Ja, auf jeden Fall ein paar Dynamax. Naja. War Kamerupt. Quirtle. Den guten Quirtle mag ich auch. Aber halt nur mögen. Aber sich cooles Pokémon. Spoink. Mag ich auch. Das ist auf jeden Fall nicht neutral. Es stirbt, wenn es sich nicht weiter bewegt. Groink. Ist mir egal. Ist nicht so cool wie die anderen. Pandir. Das ist ein geiles Konzept, dass deine Punkte immer anders sind. Und wenn du ein Shiny hast von einem Pandir, ist es ja quasi super mega unwahrscheinlich, dass sonst noch irgendwer das genauso hat. Das ist halt sau cool. Aber an sich lässt du mich nicht so viel fühlen. Es tut mir leid. Du bist kein Knackleon. Das ist kein Knackleon, den ich... Nee, nicht Love, aber like. Nächsten Like, Knackleon. Vibrava. Du... Ey, zweite Entwicklung... begeistert mich fast nie. Libeldra. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Was ein Favorite. Fucking Libeldra. Ein Libellendrache. Und durch vielleicht auch durch den Anime würde ich ein bisschen links... Aber es ist cool. Es ist so cool. Es ist so fucking cool. Tuska. Tuska, Tuska, Tuska. Früher mochte ich dich gar nicht aus irgendeinem Grund. Heute gebe ich dir ein Like, weil du mich schon ein bisschen glücklich machst. Bei Noctuska finde ich das Weibchen, glaube ich, besser. Ich glaube, das mit den kleinen Dingern ist das Weibchen. War Noctuska. Ah, doch, Noctuska krieg. Ist ein Like. Ja, irgendwie schon. Du hast irgendwas, was mich fasziniert. Zumindest gerade. Und deswegen werde ich auch dementsprechend gerade so handeln. Wablu. Ist Wablu ein Love? Es ist so süß und klein und hat diesen süßen Schnabel. Altaria ist dann Like, weil ich das nicht so sehr mag. Und deine... Was ist das überhaupt? Ist das Dynamax oder Mega-Entwicklung? Das ist eine Mega-Entwicklung, ne? Auch cool. Es sieht noch wolkiger aus, noch flauschiger. Aber Wablu gefällt mir einfach am meisten. Tut mir leid. Kann ich auch nicht sagen, warum. So, jetzt wird's kritisch. Zengo. Ziemlich edgy. Kriechen, aber ich mag es nicht, deswegen ist es neutral für mich. Vipitas währenddessen kriegt ein Like. Vipitas mag ich einfach vom Design her und ich finde es so schade, dass es keine Entwicklung hat. Das ist die größte Schande aller Zeiten, das ist so cool. Oder keine Vor- und, eigentlich wollte es eine Vor- und eine Nachentwicklung. So cool mit den roten Zähnen und alles und dem Sichelschweif und so. Ah, sei nützlicher. Also in diesem Krieg zwischen Zengo und Vipitas. Alter, zählt mich bei Vipitas rein, auf jeden Fall. Lunastein. Bist ziemlich neutral. Sonnenfüll.
mag ich nicht. Du bist, also die Sache ist auch relativ neutral, wobei das Bild von dir gerade sehr hässlich ist, muss ich sagen. Aber Lunastein ist einfach so viel cooler. I'm sorry. So, Schmerbi. Schmerbi-Bert. Irgendwie cool, aber ich tu's weg. Tu's weg, es tut mir leid. Es tut mir leid. Also, ich meine, weg in neutral, weil Velsa Leid kriegt. Und das passt einfach nicht zusammen, weil Schmerbe nicht so ganz cool ist. Tut mir leid. Fucking Krebskopf! Krebskopf? Tu ich in Love, tut mir leid. Da bin ich auch wahrscheinlich hart. Also hart vom Anime beeinflusst worden. Aber ist einfach fucking cool. Und Krebutak, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass es so eine geile Entwicklung gibt. Aber Krebutak sieht so fucking cool aus. Und ich liebe Krebse. Ich bin Krebs vom Sternzeichen her. Und Krebs. Alter, ich möchte Krebutak schon fast hier oben reinpacken. Aber so krass ist dann doch nicht. Aber schon sehr fucking cool. Pupanze. Pupanze, Schumanze. Lässt mich nichts fühlen, tut mir leid. Währenddessen Lipomentas. Da muss ich aber mal sagen, ich hatte dich auch so lange nicht mehr gesehen. Du kriegst ein Like. Love nicht, ein Like. So, wie ist es? Lilie? Vilie? Ich bin mir nicht sicher. Großer Fan an sich von noch ein Pokémon, von Hostil-Pokémon. Du kriegst ein Like. Komm, dann gebe ich dir auch ein Like, obwohl du ein bisschen schwächer bist, habe ich das Gefühl. Generell komisches Fossil-Pokémon. Da kommt, warum fällt mir dein Name jetzt nicht ein? Warum fällt mir dein Name nicht ein? Ich bin mir nicht sicher. Das Pokémon, das aussehen soll wie Anomalocaris. Sehr cool. Und kriegt dann, warum fällt mir dein Name nicht ein? Das ist so fucking nervig. Anorak. Fuck. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Egal, du kommst da oben hin. Bist ein cooler Dude. Ja, also fällt mir nicht ein. Fällt mir einfach nicht ein. Barschwar. Neutral. Milotic. Kriegt ein Like. Ein Like. Könnte bei Love rein, aber nee, eigentlich nicht. Ist ein gutes Like, auf jeden Fall. Das muss man sagen. Aber so krass dann auch nicht. Romeo. Blech. Blech. Also ich meine, ich habe es damals ausprobiert, das im Regen und so und Sonne, das war schon faszinierend. Zu dem Windding habe ich keine Verbindung. Aber, ja, lässt mich nichts fühlen. Kecleon ist ein bisschen cool, irgendwie. Weiß auch nicht. Vielleicht, weil es ein cooles Shiny hat. Wahrscheinlich, weil es ein Chamäleon ist. Es hat keine Entwicklung, das macht es deutlich schwächer. Aber es kommt dahin, wo es hinkommt, schätze ich. Schuppelt oder Schappelt, absolut neutral. War nett. Gebe ich schon noch ein Like. Die Mega-Entwicklung möchte ich schon fast ein Love geben, ehrlich gesagt. Eine sehr lustige Verteilung. Es ist sehr cool. Es hat das Love verdient. Mit den Reißverschlüssen, das ist schon sehr cool. Muss ich einfach so sagen. Zwirfinst. Kriegt auch mindestens ein Like. Aber das beliked auch dabei. Zwirklob. Auch sehr cool, aber mehr als Like nicht. Love nun nicht. Auch sehr cooles Pokémon. Tropius. Es hat wieder Dino angelegt. Es ist leider deutlich kleiner, als ich dachte in meinem Leben. Ich mag auch Bananen. Aber Love ist es deswegen nicht. Ey, du gibst mir. Ich meine, die Sache ist, ich könnte jetzt argumentieren, aber letztendlich sind das hier alles halt einfach nur Gefühle. Versteht ihr? Ich bewerte nach Gefühlen und deswegen kommt Palimpalim halt auch bei Dislike rein. Absolut fand ich damals viel cooler, ehrlich gesagt. Mittlerweile finde ich es ein bisschen cringe schon fast. Wobei die Mega-Entwicklung dann nochmal ein bisschen cooler ist und sich durchaus bei Love reinschleichen kann. Weil das geht full Emo-Mode mit den Flügeln und der Frisur. Das ist so nichts. Wir sagen es nichts Halbes und nichts Ganzes, aber es stimmt nicht ganz. Ja, egal. Die Verteilung macht schon Sinn. Ist so. Keine Gefühle. Tut mir leid, Schnäppke. Keine Gefühle. Dünnontor. Keine Gefühle. Mega-Entwicklung von Phönontor. Können wir mal ein Like geben. Ja, der coole Eisbartmann. Bart ist immer stark. Pokémon mit Bart? Warum nicht? Seemops. Ich würde dir gerne mehr als nur ein Like geben, aber es ist tatsächlich nur ein. Bist du. Warum denke ich an Seejong? Ist Seejong richtig? Keine Ahnung. Walreiser? Das könnte jetzt schon fast in Love rein, ehrlich gesagt. Irgendwas fasziniert mich an dem Walross-Pokémon. Und irgendwie will ich es ihm halt wirklich gerne geben.
Ich habe das Gefühl, das hat es nicht ganz verdient, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, es reinzutun. Ja. Ja, ich... Wie gesagt, ich fühl, es fühlt sich irgendwie ein bisschen unfair an. Aber ich hab's drin, also von daher. Perlu. Dich. Warte, erstmal, was bist du? Ala bist oder sowas? Irgendwas mag ich an dir, ich weiß auch nicht. Und dann dein anderes Ding, das ist mir dann wiederum egal. Oder? Ja, doch. Ja, komisch, komisch, komisch. Relikant. Fällt mir da jetzt der Unterschied zwischen weiblich und männlich auf? Ist der Punkt? Nein. Form? Flossen? Mir fällt's nicht auf. Du einfach dich. Ja, oh, ist das hier? Ach, keine Ahnung. Relikant fasziniert mich irgendwie. Irgendwas ist da faszinierend dran. Und ich kann es deswegen nicht in neutral reintun. Es tut mir in der Seele weh. Aber irgendwie... Nee, neutral kann ich ihm nicht antun. Kann ich nicht. Kindwurm. Muss auch ein Like kriegen, auch wenn ich es nicht so stark finde. Ja, heißt du Draschel? Warum denke ich gerade an Draschel? Ist das der Name? Ist das richtig? Egal. Neutral. Auf jeden Fall. Und Brutalanda ist halt die Sache. Nee, Favorite noch nicht. Nee. Aber ein dickes, fettes Love auf jeden Fall. Küsschen geht raus. Ich hab zu weit nach unten gescrollt. Und dann fucking... Es ist die Mega-Entwicklung. Es ist nicht die Donner... Es ist Donnerschwinge oder sowas. Geht aber auch noch kein Favorite. Ist aber schon ziemlich cool. Fucking Düsenjet-Vibe. Wobei ich mir, glaub, gewünscht hätte, dass sie mehr in das Drachending reingegangen wären, ehrlich gesagt. Aber war schon cool. Ah, Brutalanda. Cooles Pokémon. Tanhel! Oder Tanhel! Irgendwie will ich dir ein Like geben. Früher warst du mir egaler, weil da kriegst du ein Like. Metang. Kriegst noch keinen Love. Kriegst aber auch ein Like, weil du auch fucking faszinierend bist. Und Metagross. Alter, das geht mal mindestens in Love rein. Geht's schon in Favorite? Nee, Favorite nicht. Favorite fühle ich nicht. Es ist ja eine Gefühlssache. Aber Metagross. Die Mega-Entwicklung schafft's auch nicht. Auch wenn die auch nochmal sau cool ist. Mittlerweile wird der Weg zum Scrollen ganz schön lang, Alter. Ja, oh, gib mir meine Mega-Entwicklung zurück. Ich will sie so dringend. So, jetzt geht's richtig ab. Oh, wir sind fast fertig. Oh Mann, es ging doch schneller, als ich dachte. Okay. Regirock. Mindestens ein Like. Kriegt schon Love? Nein. Nein, es kriegt ein Like. Absolut. Weil es, glaube ich, eins der Schwächeren ist, wie ich finde. Ich finde, Regieis ist für mich sehr faszinierend. Bei Regieis bin ich auch durchaus bereit, einen Love reinzugeben. Es ist knapp. Bei Registeel genauso. Oder Registeel. Nicht, dass ich immer aufregt, dass ich Regi sage. Kommt auch in Love rein. Es ist knapp bei den beiden. Es ist knapp. So wie es bei Wablu knapp war und bei Valreiser. Aber Love. Doch, es ist irgendwie so cool. Ich weiß nicht, was an euch so faszinierend ist, die kleinen dein Schmackofatis. Und du? Tut mir wirklich ein bisschen leid. Ich will dich nicht mobben, aber ganz so cool bist du nicht. Latias! Großer Einfluss vom Anime. Großer. Weil es zu einer heißen Frau wird. Wurde er zu einem heißen Mädchen. Und das möchte ich nicht gesagt haben. Also, vergessen wir das. Und es ist einfach fucking Ash-Knutsch in der einen Szene. Fucking weird. Aber er kriegt ein... Warte, habe ich es Love oder Like gemacht? Bin mir nicht sicher. Love, ne? Ja. Da muss ich da Latios auch reintun. Und irgendwie haben sie auch so ein gewisses Feel zu sich, was mir sehr gut gefällt. Ich weiß nicht warum, da werden einige Leute nicht so eine starke Meinung zu haben. Aber ja. So, von euch, von euren Mega-Entwicklungen bin ich wirklich sehr enttäuscht. Eigentlich wäre es neutral. Ja, nee, Dislike kann ich schon nicht geben. Aber ich bin schon enttäuscht. Ihr seid schon echt langweilig, ich weiß nicht. Ihr seid mir zu flugzeugig geworden. So. Ich denke an. Alter, ich dachte an Kyurem. Nein, Kyogre oder Kyogre. Es sind schon sehr, sehr coole legendäre Pokémon. Sehr, sehr coole. Und ehrlich gesagt, werde ich mich nicht damit zufriedenstellen, sie einfach in Love reinzutun, obwohl es wieder eine sehr knappe Sache ist. So, die. Wie heißt die. Die anderen Formen. Diese Omega-Form? Ist es Omega? Wird einfach nur dasselbe in auch nochmal ein bisschen cooler. Also von daher schleichen die sich hier an. Oras war auch so fantastisch, die Spiele. Groudon mag ich schon ein bisschen mehr als Kyogre, ehrlich gesagt. Oder Kyogre, wie man es nennen will. Deswegen kommt es auch mindestens mal in Favorite rein. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen falsch an, aber ich.
Ich mag's so sehr. Ich mag's so sehr. Rayquaza. Oder Rayquaza. So viele Möglichkeiten, Sachen auszusprechen. Sowas von. Mag ich, glaube sogar noch ein bisschen mehr als Groudon. Das ist einfach fucking cool. Tut mir leid, aber es ist so fucking cool. Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Mega-Entwicklung genauso. Oder Omega-Form. Fuck. Jetzt wird's kompliziert. Weil ich das Originaldesign ehrlich gesagt ein bisschen mehr mag. Aber ich freue mich einfach zu sehr, dass es eine andere Form hat und dass es das fucking stärkste Pokémon aller Zeiten ist. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so ist. Keine Ahnung. Irachi, vom Film beeinflusst. Like. Deoxys, auch so fucking cool. So fucking cool. Alien-Pokémon, könnt ihr euch vorstellen. Ist so gut. So gut. Aber da reicht es definitiv nicht für Favorite. Das muss ich aber sagen. Da habe ich aber auch verschiedene Meinungen zu verschiedenen Dingern. Ich hätte gesagt, dass du, weiß nicht, bist du die Angriffsform, ein bisschen uncooler bist. Aber schaffst halt trotzdem noch in Love rein. Und dementsprechend, ich mag auch die Verteidigungsform. Schaffen uns alle in Love rein, weil fucking Deoxys geilen Namen hat. Geile Farbschema, geiles Design, geile Backstory. Ist einfach geil. Ist einfach fucking geil. Und damit sind wir tatsächlich, passend zu, dass meine Stimme langsam abkackt, auch schon durch. Wir haben tatsächlich noch die vierte Generation vor uns, die Generation, mit der ich angefangen habe. Wo es aber durchaus sein kann, wo ich so drüber nachdenke, dass weniger Pokémon drin vorkommen, die ich mag, als in der dritten, ehrlich gesagt. Wobei es auch einige geben wird, die ich sehr, sehr doll mag. Fünfte Generation, freue ich mich auch drauf. Auch einige gute Pokémon dabei. Sechste Generation. Ein paar coole. Und dann geht's so weiter und so weiter. Alter, das wird spannend. Mal gucken, wir haben auf jeden Fall einige in Favorites reingetan. Alter, ja, das hat sich halt einfach verdoppelt oder so. Währenddessen hatten wir in der zweiten Gen nur drei. Autsch. Naja, okay. Fucking Raikou, so cool. Love sind einige auch reingekommen. Ungefähr nochmal das... Ah, nee, das Doppelte nun nicht. Aber auch schon einiges. Sehr vielen Like. Einiges, was in neutral. Ein paar Dislikes. Doch, auch schon einige... Nein, warte mal. 1, 2, 4, 6. 6 in Dislike. 2, nee, 3 in Hate. Ja, und Worst, da kommt halt einfach nichts dran. Sehr cool, ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like, ein Kommentar oder ein Abonnement da. Ich würde mich über alles richtig freuen. Schreibt mal wieder gerne in die Kommentare, wo ihr, also ich meine, wird ein bisschen schwierig, das zu jedem Pokémon zu schreiben, aber versucht einfach zu schreiben, welche ihr vielleicht in Favorite getan hättet aus der dritten Generation oder in Love und vielleicht in Hate oder Worst. Ich bin sehr interessiert in euren Kommentaren. Mein Gott, freudscher Versprecher. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüssi.